ist die letzte deutsche Metzgerei in Yorkville. Sie ist seit über 70 Jahren in Familienbesitz und wird von Ferdinand Schallers drei Söhnen geführt. Die Geschäftsgründer Ferdinand Schaller und Anton Weber wanderten in den späten 20er Jahren von Deutschland in die Vereinigten Staaten aus. Ferdinand Schaller wollte als Jugendlicher nicht den Steinmetzberuf ergreifen, wie es in seiner Familie üblich war, sondern ging mit 14 Jahren bei einem Metzger in die Lehre. Wie sein Partner begann auch Anton Weber früh, den Metzgersberuf zu erlernen. Im Jahr 1937 eröffneten sie Schaller und Weber auf der Second Avenue. Nach 10 Betriebsjahren verkaufte Weber seine Anteile an Schaller, um sein Glück in der Stadt Erie in Pennsylvania zu versuchen. Weber und sein Sohn erstanden Smith Provisions und bauten es aus. Auch dieses Geschäft besteht heute noch. Die größte Expansion verzeichnete Schaller und Weber, als es 7 Zweigstellen in der Stadt hatte. Heute betreibt die Metzgerei ihr Geschäft an ihrem ursprünglichen Sitz auf der Second Avenue. Ihre Produktionsanlage befindet sich in Astoria im New Yorker Stadtteil Queens. Schaller und Weber versendet seine Waren auch quer über den amerikanischen Kontinent. Dies wurde aufgrund verbesserter Vakuumverpackung möglich, ein Fortschritt, der in den 80er Jahren erzielt wurde. Das mehrfach ausgezeichnete Geschäft wird nach wie vor von den Bewohnern von Yorkville und von Kunden, die aus den Vororten anreisen, frequentiert. Prominente wie der frühere Außenminister Henry Kissinger und Martha Stewart, die das Geschäft auch schon in ihrer TV-Sendung präsentierte, zählen ebenfalls zu den Stammgästen des Hauses. Seit im Jahr 2007 die Bauarbeiten am U-Bahn-Tunnel auf der Second Avenue begonnen haben, verzeichnet Schaller und Weber wie viele andere Unternehmen in der Gegend einen Geschäftsrückgang. Obwohl die neue U-Bahn-Linie nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2017 die Gegend noch zugänglicher machen wird, sind den Bauarbeiten zunächst mal viele Parkplätze zum Opfer gefallen. Besucher haben es manchmal nicht leicht, sich in diesem Tumult zurechtzufinden. Lassen Sie sich dennoch nicht davon abhalten, hier eine Bratwurst, Weißwurst oder ein anderes deutsches Produkt einzukaufen und diesem traditionellen Geschäft die Treue zu bewahren.